Noch sind wir mit dem Seeland nicht fertig. Doch, ihr erinnert euch doch hoffentlich noch an dieses orangene... diese orangene Plattform, die ich ja beim ersten Mal schon verdächtig fand. Und tatsächlich ist sie das auch, denn mit ihr soll man hier nach oben kommen. Um die akrobatische Zugabe abzuschließen. Nun denn, ein paar Monde fehlen noch. Mal gucken, ob wir das heute abschließen können. Ich habe das Gefühl, dass wir es schaffen werden und die nächste Welt heute auch schon den ein oder anderen Besuch abstatten können. So, wir haben noch hier eins. Das ist der Samen, der gepflanzt wurde. Und dann haben wir hier drüben noch eins. Dann werde ich mich doch mal auf die Suche nach dort drüben begeben, zu diesem komischen runden Kreis, um herauszufinden, was es denn mit diesem auf sich hat. Ist das etwa du? Das könnte fast sogar sein. Ganz klar, Fische sind echt klasse, das ist schön. Ich habe das Gefühl, das hat nichts mit hier oben zu tun. Das könnte irgendwas mit hier unten zu tun haben. Vielleicht mit dieser Säule eine Stampfattacke? Einfach eine Stampfattacke, okay. Na läuft, fängt ja schon gut an, der Part. Zwei Monde direkt. Boah, echt beeindruckend. Dankeschön, Cappy. Überraschungen der Bröckelsäule. Und dann, wenn ich schon mal hier unten bin, gucken wir auch noch gleich einer Pflanze beim endgültigen Wachsen zu, denn diese beinhaltet, wie ihr wisst, den letzten Mond, der mir auf jeden Fall eingetragen ist. Ich weiß nicht, ob es der letzte ist. Wir können ja mal ganz kurz hier rüber zu Cheapery gehen und ihn nachfragen. Unser geheimes Krämerlein. Nope, die haben anscheinend noch viel mehr. Mit Seelandkunst gefunden. Okay. So wie es aussieht, werde ich mir wohl oder übel noch ein paar mehr Tipps kaufen müssen. Naja. Dann machen wir das doch direkt mal und den hole ich einfach ganz am Ende, weil hier kann ich mich ja so oder so herwarpen. Das ist nicht das Problem. Dann gib mir lieber noch ein paar Tipps, wo ich jetzt mich umgucken soll. Weil ich weiß es beim besten Willen nicht. Captain Toad? Oder du blauer Touristen-Toad? Das sieht ja eher aus wie ein Tourist. Einmal hier drüben erneut. Interessant. Zweimal an derselben Stelle. Und einmal... hier. Ja? Das Bild haben wir ja schon gesehen. Das war mir auch schon verdächtig. Aber das ist eine andere Welt. Das ist eine ganz andere Welt. Als ob ich da jetzt in eine andere Welt reisen muss. Um hier in dieser Welt einen Stern zu bekommen. Finde ich ja doch schon ein klein wenig, ne, merkwürdig. Das andere hat was mit einem Gemälde zu tun. Ein Gemälde, so ein pixeliges Gemälde, kennen wir. Das befindet sich nämlich hier oben in dieser Pixelröhre. Ach, sieh an, ich war sogar teilweise richtig. Hier ist eine geheime Kammer. Und was machst du hier? Oh, du hast mich gefunden. Sehr schlau, nimm das als Belohnung. Ich schätze, das ist die Quest mit der geheimen Kammer. Yay! Unser geheimes Kämmerlein. Nun denn, und während ich das jetzt gesucht habe, ich habe sogar sehr lang danach gesucht, sogar sehr überall habe ich gesucht, ist nun auch die Pflanze hier gewachsen. Und damit kann ich auch diesen Mond hier einsnacken. Unterwasserflora sammeln. Samen im Tunnel. Sehr schön. Ja, sonst noch ein Hinweis. Wonach suchst du? Mit Seelandkunst gefunden, ja. Den weiß ich. Der hat irgendwas in einer anderen Welt zu tun. Ich bin gespannt, ob ich damit richtig liege. Wir werden uns nun auf jeden Fall hier davon machen. Aus dem Seeland. Ja, weil hier ist das Kunstbild. Das ist mir schon klar. Und ich bin mir relativ sicher, dass damit eine andere Welt gemeint ist, weil... ich habe in dieser Welt... Na, ich kann es euch gerne nochmal zeigen, das Bild, damit ihr Bescheid wisst, von was ich jetzt gerade rede. Oder hat es vielleicht irgendwas mit dir zu tun, dass ich hier irgendwas vielleicht angucken soll? Oder vielleicht die Seelandkunst? Kann ich die damit angucken? Da sind zwei Goombas im Brautkleid, die suchen ihren Verehrer. Ja, ich kann es mir angucken, das Bild, aber es wird halt kein Mond auftauchen, nehme ich an. Deswegen... hier, das Bild hier meine ich.
Ne? Es ist relativ eindeutig, dass es irgendwas in der ersten richtigen Welt zu tun hat. Also nicht in, der... Gib mal kurz die Monde ab, nebenbei erwähnt. Nicht im Hutland, sondern im Dinosaurierland. Und deswegen werden wir da jetzt kurz zurückreisen. In der Hoffnung, dass ich rausfinde, was es nun damit auf sich hat. Wie viele Monde haben wir? 124. Ja, krass. Das kann sich sehen lassen. Die Odyssee ist leistungsfähiger. Und sobald ich das dann gefunden habe, werde ich mich einfach auch direkt auf ins nächste Land begeben. Das wäre... Wir können jetzt ins Forstland reisen. Vielleicht ist Bowser ja dort. Okay, das ist einfach das andere Land. Weil nach dem Wüstenland hatte man ja die Wahl zwischen diesen zwei Ländern. Und ich habe mich ja für Seeland entschieden. Jetzt kommt das Forstland. Das heißt, so oder so wird man beide Welten wahrscheinlich direkt hintereinander erleben. Aber wie gesagt, ich möchte ins Kaskadenland zuerst, um dort rauszufinden, was es denn nun mit dieser Seelandkunst auf sich hat. Und vielleicht hat sich ja währenddessen das Bild hinter dem Wasserfall auch schon geöffnet. Wer weiß, wer weiß. Wir werden es jedenfalls gleich wissen. So, dann skippen wir die Cutscene ganz kurz hier wieder durch das... lass uns diesen Scheißerl ein paar Manieren beibringen. Wieder kurz durch diese nervigen Tipps durchskippen, denn die benötigt kein Mensch. Na dann lasst uns mal der Wandmalerei aus dem Seaside Kingdom nachgehen. Und zwar müssen wir diesen Block hier zerstören. Da spawnt aber seltsamerweise nichts mehr. Das habe ich leider schon feststellen müssen. Also es spawnt einfach nichts. Liegt daran, dass man an dieser Stelle dann... Jetzt ist es ein bisschen blöd, dass ich jetzt eben alles zerstört habe, aber man sieht es ja noch so ein bisschen. An der Ruine, denn hier muss man eine Stampfattacke machen und dadurch findet man den Mond im mit Sealand Kunst gefunden. Hier. Ja. Damit ihr Bescheid wisst, wie das funktioniert. Nun denn, es geht ab ins Forstland und ich freue mich riesig. Wir haben nämlich alles. Oh yeah. Also alles, das wir halt zurzeit machen können. Ab nach Forstland und da lasse ich die Cutscene sogar mal wieder laufen. Denn immer, wenn es in eine neue Welt geht, würde ich behaupten, sollte man das laufen lassen. Oh yeah, und unser Luftballon über der Odyssee nimmt langsam aber sicher Gestalt an. Da kann man auch so ein bisschen abschätzen, wie viele Welten noch auf uns zukommen. Weil mit jedem verschiedenen Mond, mit jeder verschiedenen Farbe von Monden, kriegt die Odyssee einen Flügel mehr. Gut, die Reisetipps interessieren mich null. Ich finde das wirklich komplett unnötig. Ach, oh shit, da stand gerade irgendwas Wichtiges. Irgendwas von der Blume, da war so ein Blumensymbol. Verdammt, warum... Ach, Mann, warum muss das denn auch... warum müssen da immer solche dummen Tipps dabei sein und dann kommt da plötzlich doch irgend so ein random Informationstext, der eigentlich wichtig ist. Naja, es geht um irgendeine Blume, die Bowser hier und wahrscheinlich Peach pflücken möchte, um Peach damit irgendwie zu begehren oder so, was auch immer. Eine Blume, eine Rose gehört zu jedem guten Tanz dazu. Hör mal, hörst du das? Was soll ich denn hören? Ich höre nichts. Ich höre nur eine Sache und zwar, ich würde mich gerne umziehen. Und zwar hier mit dem Wasserklamotten, mit dem Schwimmklamotten rumzurennen? Nee, nee. Das machen wir lieber nicht. Stattdessen möchte ich gerne das neue Outfit anziehen, das wir uns letztens gekauft haben. Nämlich hier mit der... Oh, kacke, jetzt habe ich schon A gedrückt. Mit der Baseballmütze. Das ist mehr oder weniger. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine Baseballmütze, muss man schon sagen. Und das Muster-Mix-Outfit. Kommt das aus irgendeinem Spiel? Kennt man das? Vielleicht Mario Tennis oder sowas? Würde ich jetzt spontan behaupten. Nun denn. Damit dürften wir doch hier im Wald gut ausgerüstet sein. Es ist nicht allzu kalt, es ist nicht allzu warm. Wir rennen nicht barfuß rum. Also wir steigen auf keine kleinen Insekten oder sowas. Deswegen, das dürfte schon passen. Dann lasst uns doch direkt mal die Suche nach den Münzen hier in dieser Welt starten. Die Broschüre lese ich dann im nächsten Part vor. Vor allen Dingen, weil ich es gerade schon gesehen habe. Ich kann mich vor lauter Aufregung nur noch wie verrückt im Kreis drehen. Was ist denn los?
Ein Handlanger des Ungeheuers gibt jetzt unsere Blumen. Unerhört. Ein unidentifiziertes Objekt ist vorbeigeflogen. Okay, hier ist der Laden dieser Welt. Alles klar. Ihr habt wahrscheinlich auch einen Mond, ne? Schätze ich mal. Genau, und ihr habt auch eine Mechanikerkleidung. Warum das denn? Dann kaufe ich mir hier doch direkt mal den Mond. Ja, die Mechanikerkleidung ist eigentlich auch relativ praktisch. Ich denke, ich kaufe die auch einfach mal direkt. Wird jetzt aber in diesem Part mit diesem Outfit rumrennen, damit wir das auch mal sehen. Und im nächsten Part könnte ich mich ja dann in das Mechaniker-Outfit umziehen. Solange das so schön billig bleibt, ist ja alles in bester Ordnung, würde ich mal behaupten. Na dann, Dankeschön. Und hier sieht es auch so ein bisschen aus, als könnte man hier die ein oder andere Münze verpassen. Wenn man sich das hier mal so ansieht, das ist doch ein sehr großer offener Wald. Ja, sieh an, da drüben liegen schon wieder welche. Da muss man sich hier durch, na okay, nicht durchrollen, sondern einfach durch den Baum rennen. Hier glitzert irgendwas. Ist zwar nur Geld, hätte ich ja zum Mond tatsächlich erwartet. Aber okay, dann belassen wir es halt einfach beim Geld. Hier sind Steine, in denen sich Monde befinden können. Leuchtet hier einer? Also glitzert hier ein Stein? Weil dann wäre da ja ein Mond drin. Ja, aber sieht tatsächlich gerade nicht so aus. Ich mache sie jetzt einfach mal trotzdem kaputt. Dem Herz. Was haben wir hier Schönes? Ach, wieder ein Bild? Okay. Irgendwas in der Wüste. Das werden wir dann einfach dann machen, sobald ich soweit bin. Also sobald ich diese Welt hier gefühlt abgeschlossen habe. Dann werden wir uns erneut wohl in die Wüste begeben. Um das Rätsel dieses Bildes zu lösen, wo der Cooper sich befindet, wissen wir ja zum Glück. Hier oben befindet sich sonst nichts. Da haben wir wieder Steine. Und der leuchtet sogar. Das dürfte ein weiterer Mond für mich sein. Zudem sag ich natürlich nicht nein. Na komm doch raus jetzt. Unglaublich, wie lange die da immer drin bleiben in diesen Steinen. Yay! Rollfell ist im Wald. Sehr schön. Der ist ein Hase. Lass mich raten. Funktionierst genau wie in Galaxy und hast wahrscheinlich auch einen Mond, nehme ich an. Na, du bist aber schon ganz schön flink unterwegs. Aber wenn man dir den Weg abschneidet, auch kein Problem. Yay. Hoppeldi-hopp im Wald. Niedlich. Ein niedlicher Name. Mich würde gerade interessieren, ob der eine Mond, den ich jetzt hier in dem Dinoland gefunden habe, zum Dinoland zählt oder zum Seaside Kingdom. Also zur Wasserwelt. Wie auch immer ihr es nennen wollt. Ich nenne es jetzt einfach Seaside Kingdom. Denn, nee, das ist auch nicht der englische Name. Der englische Name ist Lake Kingdom. Naja, ich denke, ihr wisst, was ich meine, oder? Ich hoffe doch. Hier soll man hier mit Wandsprüngen hoch? Ein bisschen verdächtig. Glaube nicht. Spontan würde ich behaupten, ich soll von da oben irgendwie runterfallen. Zeig mal her. Keine Ahnung. Lasst uns mal weitergehen. Bis jetzt haben wir ja relativ wenig Monde gefunden hier in dieser Welt. Deswegen sollten wir uns ein bisschen beeilen, weil ansonsten sitzen wir hier Ewigkeiten. Hier haben wir den kleinen Wasserfall. Keine Sorge, ich habe die Sphinx da drüben schon gesehen. Die dürfte wahrscheinlich auch wieder einen Geheimgang verbergen. Wieder so ein kleines Quiz, nehme ich an. Und vielleicht erfahren wir ja auch jetzt, hinter was Bowser in dieser Welt her ist. Weil das ist ja die Frage gewesen im Wüstenkingdom. Sei gegrüßt, Reisender. Eben sei deine Kopfbedeckung gegrüßt. Vermagst du meine Frage zu beantworten? Was ist das, das Ungeheuer in diesem Land begehrt? Eine Blume. Ich würde aber gerne den Namen der Blume wissen. Diese Antwort ist korrekt. Bitte setze deinen Weg fort. Das ist aber freundlich. Habe ich jetzt hier irgendetwas übersehen? Spontan würde ich auf Nein tippen, deswegen setzen wir unsere Reise fort. Da oben hätten wir noch ein paar lila Münzen. Und ein kleiner Reisetipp. Rückwärtssalto. Ja, wie der funktioniert, weiß ich. Das brauchst du mir nicht erklären. Ich bin mit Mario-Steuerung bestens bekannt. Ich weiß, wie was funktioniert.
Ich denke nicht, dass ich da Probleme habe. Okay, die Grütze kann ich mit Cappy entfernen. Hier überall rumliegt. Also es ist so ein vergifteter Fabrikswald, könnte man sagen. Da läuft sogar eine kleine Fabriksmusik, könnte man behaupten. Okay, was seid ihr für Gegner? Okay, euch kann ich anscheinend nicht übernehmen, oder? Ach doch, ich kann euch übernehmen. Okay. Schüttel den Pro-Controller, um dich mehr zu strecken. Und mit B kann ich mich strecken. Interessant. Und hier muss ich jetzt wahrscheinlich schütteln. Genau. Damit ich hier an alle Münzen rankomme. Auch wieder so unnötig. Warum, Nintendo? Warum müsst ihr ausgerechnet, damit man sich ein klein wenig mehr strecken kann, das auf eine Extra-Taste legen? Das ist so unnötig. Aber okay. Dann werde ich mich wohl damit zurechtfinden müssen. Ich würde gerade aber eigentlich ungern die Fabrik hier direkt hochrennen. Ich würde mich eigentlich lieber hier unten umgucken. Hier haben wir Cheapery. Den Vogel. Da drüben, lass mich raten, eine Erklärung, wie man taucht. Ein Stampfattackensprung. Ich weiß, wie man eine Stampfattacke ausführt. Das brauchst du mir ebenfalls nicht erklären. Außerdem komme ich gerade aus einer Wasserwelt. Aber cool, hier schwimmen so ein paar Lachse rum. Die sind sogar relativ detailreich, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich glaube, das sind Lachse, oder? Ich bin jetzt nicht so ein Fischesser, deswegen keine Ahnung. Da wisst ihr vielleicht mehr. Ja, die sehen hübsch aus. Die sehen, besonders dieser kleine Tümpel hier, der gefällt mir richtig gut. Und wo führt mich diese Röhre hin? Ein Bonusgebiet? Anscheinend. Na dann lasst uns das mal erkunden. Ich habe auch schon so ein Gefühl, wo hier was versteckt sein könnte. Und zwar hier oben irgendwo, schätze ich mal. Ah, kacke. Da wurde ich voll erwischt. Ja, das war dumm. Das war dumm. Da wollte ich jetzt zu viel. Da wollte ich jetzt so schnell wie möglich rausfinden, ob da oben irgendwas ist oder nicht. Und das wurde bestraft. Na dann, lass mich gucken. Nope, hier ist nichts. Jetzt werde ich leider wieder getroffen. Hilft nix. Komme ich da jetzt überhaupt noch hoch? Ja, wenn man sich gut anstellt, klappt das. Genauso wie das hier wunderbar klappt. Und damit gehört ein weiterer Mond mir. Überflutete Röhre. Plafondgeheimnis. Okay. Und dann dürfte sich hier irgendwo der zweite befinden. Nochmal drei lila Münzen, zu denen ich nicht nein sag. Hier schnell durch. Perfekto, Mariko. Ihr schwimmt im gegen den Uhrzeigersinn. Dann lass mich hier raus. Ich nehme nur den Mond mit. Yay. Unterwassertunnel. Sehr schön. Dann wird das Gebiet auf jeden Fall abgeschlossen, weil zwei Monde in so einem Unterwassertunnel, das genügt. Das genügt vollkommen. Ach, Sian, hier sind auch noch ein paar lila Münzen. Die kann man auf jeden Fall auch leicht übersehen, denke ich. Gut, dass ich die mitgenommen habe. Die da drüben sind dann doch ein bisschen offensichtlicher. Aber die wollen wir definitiv auch nicht liegen lassen. Da wird jetzt auch der brüchige Boden eingeführt. Der erste Checkpoint. Interessant. Der hat lange auf sich warten lassen. Die Eisbergstraße. So, befindet sich hier vielleicht noch irgendwas? Spontan würde ich sagen, nein. Jetzt ist nur die Frage, wie soll ich denn hier am besten vorgehen? Das ist nicht gerade einfach. Die Welt wirkt auf jeden Fall größer als das Seaside Kingdom. Was ja auch schon die Münzen sagen. Es gibt ja hier 100 Münzen im Seaside Kingdom oder im Lake Kingdom oder in der Wasserwelt. Sagen wir einfach, in der Wasserwelt von gerade eben gab es nur 50 Münzen. Was so ein bisschen erklärt, dass das hier schwieriger wird. Was macht da drin ein Hammer, Bruder? Und warum muss ich da gerade Cappy abgeben? Muss ich dich töten? Wow. Sind wir ehrlich? Das war ein bisschen geschenkt. Yay. Feuer in der Höhle. Alles klar. Das war echt geschenkt. Na dann, Cappy. Kannst wieder mitkommen. Die Aufgabe wäre erledigt. So, komme ich hier mit Wandsprüngen irgendwo lang? Nein. Ah, die Welt wirkt riesig. Die Welt wirkt riesig. Ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Ich bin verwirrt. Was haben wir hier? Komme ich da irgendwie durch? Sieht nicht so aus. Dann versuche ich jetzt noch da oben hochzukommen. Mit euch. Seltsamen Gesellen.
Mal gucken, was es denn damit auf sich hat, weil da oben muss was sein. Du kannst mir nicht sagen, dass da oben nichts ist. Tatsächlich, einfach so ein einfacher Mond. Yay, die Nuss um die Ecke. Okay. Was das? Das scheint es gewesen zu sein, okay. Aber der Tunnel hier wirkt doch ein bisschen verdächtig. Ich nehme einfach mal an, der öffnet sich dann erst später. Im Spielverlauf, wenn ich wieder die Welt abgeschlossen habe, so richtig unnötig. Aber mal sehen, wie lange das dauern wird. Das war's auf jeden Fall für heute. Mit Mario Odyssey. Ich hoffe, ihr freut euch genauso riesig wie ich auf die Försterwelt. Schaltet den nächsten Part wieder ein. Und wenn euch dieser hier gefallen hat, dann würde ich mich riesig über einen Daumen hoch freuen. Denn das würde mich mega unterstützen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Euer Ultra.